Zuschauer und willkommen zurück zum nächsten Teil. Im letzten Teil haben wir angefangen, den Erfolg zu machen. Das ist der erste Teil, man muss sich diese drei Türen anhören, also auf diesen Knopf drücken. Und jetzt gehen wir uns mal noch die nächsten Türen suchen. Und da fährt gerade wieder ein Krankenwagen vorbei. Ach ja, sehr schön. Jetzt müssen wir aber erst nochmal da runter irgendwie. Überlegen, ob ich schon vorbeigelaufen bin. Aber ich meine, das kommt erst noch. Na, lass mich raus. Hui, mach's Licht okay, aus. Okay, fangen wir an. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten armen Teufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagen die im Labor. Kommt da nicht ein Würfel? Ja. Oh, ich muss erst darüber. Jetzt kommt der Würfel. Glück, Mann, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Ja, Mr. Johnson, rede du so viel du willst. Bin ich hier richtig? Ich glaube. Komm, mal gucken, was da hinten gibt. Noch mal so ein kleines Räumchen, aber wunderschöne Schreibmaschinen. Ich glaube, da fehlen ein paar Tasten. Na egal. Dann gehen wir mal weiter. Oh, eh. Ja. Beim nächsten Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Meine Tumore. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Bleiunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du mich. Verfehlt, verfehlt, verfehlt. Mitnehmen.
hier eine Fläche, da eine Fläche. Ich glaube, das reicht aber noch nicht, oder? Und wollen wir noch einen Absprung nochmal hier. Und es reicht. Oh, falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschen brauchen. Lass dich nicht vom Rückstoßgel bespritzen, das ist ein Rat, den sollte jeder beherzigen. Also liebe Kinder, lasst euch nicht vom Rückstoßgel bespritzen. Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Das gehört nicht zum Test. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Das ist keine Fläche. Da oben ist eine Fläche. Ich glaube, ich muss da rein. Hab ich so das Gefühl. Ich habe noch höher. Ist aber, glaube ich, nichts mehr. Ha! Dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinten, ich kann keinen entlassen, nur weil er am Rollstuhl sitzt. Hab's trotzdem getan. Das ist teuer. Ah, okay. Aber, was sagt die Uhr? Das machen wir in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht. Also, bis dann. Ciao, ciao.